auf eine Empfehlung von einer von euch auf Instagram habe ich jetzt hier den Power Systems Lower Carb Proteinriegel in der Sorte Lemon Cheesecake mit 45 Protein. Soll sehr geil sein. Schaue ich mal in diesem Test. Wir gucken uns an, was drin steckt, wie er schmeckt und ja, ob man ihn kaufen sollte. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ja, also die groben Fakten. Das Ding soll super lecker sein, sagte mir eine von euch. Entschuldigt, ich habe es mit dem Namen nicht und ich habe auch den Beitrag jetzt, den Kommentar nicht mehr gefunden, beziehungsweise VPN, beziehungsweise auch gar nicht gesucht, weil ich gar nicht mehr wusste, wonach ich suchen soll. Aber es ist eine Empfehlung von einer von euch gewesen. Danke dafür. Foodlove hört euch zu. Also wenn ihr Wünsche habt für Reviews, egal ob Proteinriegel oder Süßigkeiten oder was auch immer, schreibt mir gerne auf Instagram per E-Mail oder auch bei YouTube oder Facebook, da kommen wir sicherlich irgendwie zusammen. Ja, und durch diese Anregung habe ich eben diesen Proteinriegel hier gekauft, der 1,39 Euro kostet, wie ich im Power System Shop gesehen habe, 45 Gramm Protein enthält und 40 Gramm. Ja, folgende Nährwerte hat er: pro 100 Gramm 364 Kilokalorien, 13 Gramm Fett, Kohlenhydrate 26, nur 1,7 Gramm Zucker, also Lower Carb im Sinne von Lower Sugar heißt es eher, weil Kohlenhydrate hat er ja welche, aber man verwendet heutzutage ja den Begriff Lower Carb auch oft mit Low Sugar, mit so ein bisschen Namensverwechslung. Letztlich sind es wenig Zucker, 1,7 Gramm und 45 Gramm Eiweiß. Die Zutaten können wir uns hier anschauen. Wir haben Milcheiweiß, wir haben weiße Maltit-Schokolade, also mit dem Süßungsmittel Maltit eben. Wir haben Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgatoren, Sonnenblumen, Lecithin, Aroma. Leider auch Kollagenhydrolysat, also eine miese Proteinquelle. Wir haben Süßungsmittel Maltit-Sirup. Komisch ist übrigens, dass das Aroma hier vor dem Kollagenhydrolysat genannt wird. Das kann eigentlich irgendwie nicht sein, weil ja, Kollagenhydrolysat sicherlich mehr drin ist als Aroma. Weiße Milchschokolade, Süßungsmittel, Maltit, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Aromasäurungsmittel, Zitronensäure. Oh Gott. Ja, komisch, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Druckfehler. Sucralose ist drin, Wasser, Soja, Eiweiß ist auch drin. Also wirklich Milcheiweiß ja, aber halt auch Soja und auch Kollagenhydrolysat. Das Kollagenhydrolysat ist ja wirklich der miese Scheiß dabei. Also eigentlich schade, aber so ist das eben bei den meisten Riegen, außer natürlich bei den grandiosen Questbars. Leute, kauft mehr Questbars. Packen die mal aus. Also so von den Werten her durchschnittliche Riegel, wobei man sagen muss, 45 Gramm Eiweiß ist auf jeden Fall schon gar nicht mal so schlecht. Das ist schon ganz ordentlich. Das haben nicht alle Riegel, das haben eher weniger Riegel. Lemon Cheesecake. Ich fürchte, ich habe jetzt schon ein bisschen eingedötzt. Wobei, gehe ich ja eigentlich, gucken wir uns von der Seite an, da sieht ja nicht ganz so schlimm aus. So, ein Foto davon machen. Ja, außen diese weiße Maltit-Schokolade. Und so weit, so gut. Ansonsten haben wir eher so einen Block, keine Füllungen oder so. Ich hatte gerade schon einen anderen Riegel getestet, das Karamell ist von einem anderen. Hier Crispies, Soja-Crispies drin, die Füllung, die Schokolade außen. Oh ja, hat tatsächlich so ein bisschen Geruch von so Zitronenbackaroma. Oh ja. Oh ja. Und der schmeckt auch so. Er schmeckt wie ein Zitronenkuchen. Nicht unbedingt wie Cheesecake, sondern eher wie so ein Zitronenkuchen mit so einer Zuckerschicht oben drauf fast schon. Also so, es ist relativ künstlich zitronig, aber sehr gut wie so ein, ja, ihr kennt einfach diese einfachen Kastenkuchen mit Zuckerschicht oben drauf und so schön Backzitronenaroma. Es schmeckt original wie Backzitronenaroma und ist lecker, schmeckt wirklich gut mit der weißen Schokolade außen. Ergibt das auch eine schöne Kombination. Die Nährwerte sind gut für eine Proteinriegel. Ich würde sagen, danke für diese Empfehlung. Das Ding ist wirklich verdammt lecker. Ich meine, für so einen Riegel, ich persönlich mag es natürlich lieber, wenn noch irgendwie Chunks drin sind und Soßen und so. Aber für so einen einfachen Blockriegel, ein sehr schönes Zitronenaroma. Da kann ich auf jeden Fall nur sagen, ist wirklich super gelungen, super lecker, frisch, für den Sommer super geil. Hat so ein bisschen auch was Joghurtartiges irgendwo. Den könnt ihr euch also gerne mal kaufen. Den Lower Carb Proteinriegel von Power Systems in der Sorte Lemon Cheesecake. Soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne von euch, wie gesagt, eine Riegelempfehlung in die Kommentare schreiben. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Adieu.